Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Road to World 2 mit den Seleukiden. Und wir haben letzte Folge tatsächlich nach dem zweiten Versuch geschafft, unsere Hauptstadt zu verteidigen. Ich habe das jetzt versucht, weil ich habe die Seestreitmacht oder die Flotte von Athen vergessen. Und deswegen, ja, habe ich das ja jetzt, habe ich eine andere Strategie gemacht und damit haben wir dann gewonnen. Beziehungsweise nicht wirklich eine andere Strategie. Ich habe halt die beiden vorgeschickt und vier von ihm, also die beiden kleinen Panzer und ja, leichte Hoplinen, glaube ich, konnte ich komplett vernichten. Das war super. Und wahrscheinlich auch der Ausschlag. Also, ja, und mein General wurde mittendrin einfach rausgeschickt. Also, der hat geroutet, aber anstatt jetzt gegen eigene Einheiten oder gegen fremde Einheiten zu trampeln, ist er komplett aus der Stadt rausgeflohen. Also, ja, der andere, ja, Elefant. Ist oder Elefanteneinheit hat 1000, fast 1100 Einheiten gekillt. Der hat auch geroutet, mehrmals, aber hat sich normal verhalten, sage ich mal so. Gut, auf jeden Fall 2700 Gold bekommen wir dafür. Das ist sehr gut. Okay, ruckel, ruckel. Ah, da kommen die. Da kommen schon die nächsten Armeen. Ist ein bisschen heavy-devy, aber mal schauen, was ich. Ja, genau. Die da. Die Armee war das, wo ich dann letztes Mal so gesagt habe. Shit. Genau, ja, gegen die brauche ich eigentlich gar nicht. Oh, wobei wir haben. Oh. Wir haben zwei volle. Wieso haben wir jetzt zwei volle Pikiniere? Da ist die Frage, ob er sich schlau anstellt oder nicht. Entschuldigung, ich muss das probieren. Weil wenn er sich. Wenn er sich dumm anstellt. Dann könnte ich das sogar gewinnen. Wenn er sich gut anstellt, dann schaffe ich nicht einen von ihm zu killen. Ja, okay, okay, es ist diese Map. Ich vergesse immer wieder, dass es diese Karte ist, die dafür nicht wirklich gut geeignet ist. Okay. Also er hat Steinschleuderer und eine Pikiniereinheit. So, ups, nein, verdammt. Die habe ich jetzt vergessen. Die Frage ist, wo. Es nähert sich feindliche Unterstützung. Ah, von da, natürlich von da. Das ist blöd. Wenn ich mich da zu bunkere, dann geht er einfach nach da. Wenn ich mich da zu bunkere, geht er einfach außen rum. Ich gehe mal nicht da, weil falls die schneller sind. Steinschleuderer! Noch ein bisschen. So.
Ja, hier wäre es ein bisschen knapp geworden, weil da kommt schon die Kavallerie. Wir gehen mal so hin. Wie viel hat er eigentlich? Unser General wird angegriffen. 1, 2, 3 Fernkämpfer. So, das passt schon. Ist gut. Könnt ihr von da schießen? Ich weiß nicht, können die von da schießen? Eigentlich nicht, ne? Ah, eigentlich nicht. Dann geht ihr mal hier hin. Ich gehe jetzt mal aggressiv rein. Und was macht ihr? Ich lasse sie einfach mal. Das ist gerade madig. Warte, was? Der feindliche General ist... Warte. Der hat jetzt die... Wie hat der jetzt die andere... Wollt ihr mich verarschen? Ihr wollt mich jetzt sowas von verarschen, oder? Was war das denn jetzt? Die hatten noch 3... Ja, okay, so brauche ich gar nicht weiter zu spielen hier. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anblick. Unsere Männer fliehen. Alter, war das mega peinlich. Was war das denn für. Alter. Okay, gut. Die da hätten mich ja von sich aus platt gemacht hier. Was war das denn jetzt für ein Kack? Sowas habe ich selten gesehen. Gut, naja, gut. Warum sollte ich auch mal Glück haben und ja. Ach, so ein Schmarrn, ganz ehrlich. Gut. Gut, cool. Okay, der hat was bekommen. Erfahrung. Ist mal gut. So. Mit denen. Was sind das denn jetzt für Rebellen, hä? Willst du mich verquaken tun? Garnison, Kavallerie, Herbanner, Pikeniere, Bürgerkavallerie, Herbanner.
Okay, also Eigenschaft erhalten, Flotte zerstört, Quartiermeister, Siedlung verloren, Armee kaputt und so weiter und so fort. Okay. Okay, dann macht ihr... Ganz sicher muss ich die jetzt platt machen. Ah, woher kommen die hellenische Rebellen? Aber kommen die jetzt von mir oder was? Oder wie? Seltsam. Okay, also. Entweder ich gehe hier hin oder da hin. Der da. Ich erwarte eure Befehle. Wie sieht hier die Garnison aus? Ja, ein Drittel. Ist nicht so ganz so gut. Ja, 4000. Okay, also, der da. Den könnte ich, also an sich könnte ich den da komplett zerstören, den da komplett zerstören. Aber ich muss eigentlich hier drin bleiben und weiter rekrutieren. So, das ist Nummer 1. Nummer 2. Nummer 2 ist, entweder ich greife den an oder hier den. Der ist jetzt zu Wasser gegangen? Warum? Zu euren Diensten. Das Ding ist die da plus die Garnisonsarmee. Werden vielleicht sogar hierfür reichen. Also. Nee, wird's nicht. Weil der. Nee, Schmarrn. Ich habe jetzt nur die hinteren gesehen, was eigentlich. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mindestens 7 Fernkämpfer. Aber hier vorne sind ja auch nochmal. Also hier und da. Das heißt, eigentlich müsste ich ja ihn angreifen. Sonst nimmt er Palmyre ein und dann bin ich echt am. Schwitzen. Ich muss aggressiv reingehen. Soll ich das spielen? Warte, er hat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 81%. Reicht das mir? 81%. Es sei denn, er schickt wieder eine Einheit in den Tod. Alter, was hat er denn gemacht? Nee, das spiele ich selber. Ich dachte mir gerade, weil der hat ja, der rechnet eigentlich immer aus. Das Ding ist, wenn man halt so Elefanteneinheiten oder so hat, dann ja, zieht er halt da auch so ein paar Einheiten ab und dann ist es halt richtig Autsch. Deswegen. Ah, ich habe jetzt gar nicht geschaut. So zum Vergleich. Aber ich hatte schon extrem viele rote Einheiten.
Okay. Trocken, trocken, trocken unter trocken. Ich nehme trocken. Leider. So, also. Strategie ist, Elefanten natürlich wieder in die Mitte. Machen ein bisschen Ramazamba da. Wie sieht es bei dem aus? Als Bogenschützen? Die Meda-Kavallerie ist gut. Und... Warte mal. Alter. Der macht das richtig gut. So. Okay, also meine Nahkämpfer kommen hier hin und versuchen seine General gleich platt zu machen. Kamel, Meda-Kavallerie. Ich muss dann versuchen, ihn schnell zu umkreisen. Dass ich halt gerade wieder eigentlich nichts rede. Aber... Ich muss gerade wieder nachdenken. Hier hin. Die Männer wanken. Eine unserer Einheiten ist in Raserei geraten. Schnell, schnell, schnell. Ihr macht den da, ihr macht den da. Und rennen. So.
Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anblick. So, ja, ich glaube, ja, die KI hat es doch ganz gut gemacht. Aber so gegen so viele Fernkampfkavallerie, ja, stimmt schon, ne? Da macht die KI schon ganz gute Arbeit. Aber ja, ich wusste nicht, dass er so viel hat. Ich schau mal, was der mir jetzt abzweigt. Oder beziehungsweise abzweigt, also was ich verloren habe. Das war nicht gut. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Das war nicht gut. Alter, die da sind alle weg, ne? Vielleicht mache ich doch nochmal automatisch. Oh Mann. Also normalerweise macht mir das überhaupt nichts aus. Aber in so einem. Ja, schau mal, die da haben voll verloren. Aber in so einem. Aber in so einer Lage, wo wir in der wir gerade sind, machen zwei tote Einheiten echt viel aus. Weil, ja, wir haben kaum Einheiten und überall sind Feinde. Deswegen, ja, ich hoffe, ihr verzeiht es mir. Auch wenn er dadurch weniger Damage bekommt. Beziehungsweise wir könnten Ineas vernichten. Aber ich traue mich eigentlich nicht wegen denen. Aber eigentlich, ich muss. Der lebt ja immer noch. So. Es wird marschiert, bis euch die Füße bluten. Jetzt ist die Überlegung, hier hinzugehen und denen mal ein bisschen Luft zu geben. Ich gehe mal hier hin. Ich gehe mal dahin aus dem Grund, weil wenn Galatien mich jetzt nächste Runde wieder belagern will, dann wird er das so oder so schaffen. Und genau, ich muss sowieso jetzt 8 Runden, 5 Runden. Bisschen sparsam sein. So, ich darf leider nur Kalligrafie anheuern. Okay, also zwei Elefanten. Ich hole mir noch einen Elefanten. Das macht hier auf jeden Fall Sinn. Meda, Azrat und Agema.
Wer hat die bessere Defensive? Hagema hatte mehr Grundmoral, die haben ein bisschen mehr Gesundheit. Okay, aber ja, die haben Nahkampfabwehr extrem gut. Hagema ist eher der Sturmangriffsbonus. Dann mache ich nochmal Hagema. Warte, Hagema. Habe ich nur einmal. Hagema und. Okay. So, wenn er mich hier lässt, wird es gut. So. Öffentliche Ordnung. Chance auf Ding. Forschungsrate. Ich brauche einen Killer. So, du kannst jetzt nichts mehr rekrutieren, ne? Genau. Ja, das haben die jetzt alle gemacht, aber ja, gut. Dann hoffen wir mal. Ah, ist schon wieder 30 Minuten. Okay, dann schauen wir mal, wer uns jetzt angreift. Ob Galatien wirklich. Parthien, was hat Parthien vor? Ah, hier. Kaum habe ich ja einen Spion. Wollen die irgendwas machen? Okay, Pontos. Ja, okay, Galatien kommt natürlich. Dann habe ich leider mit der falschen Armee rekrutiert. Das hätte ich dann mit der Armee in Palmyra machen müssen. Bündnis gebrochen. Sabotageversuch, fehlgeschlagen, Überfall Palmyra. Agent festgenommen. Waffenstand, Agent behindert, Kleopatra Thea. Die Macht ergriffen. Cool. Okay, also. Oh! Aber der. Ah! Cool. Das ist sehr gut. Das ist richtig nice. Und das ist richtig kacke. Minus 2000 habe ich jetzt. Minus 2000. Nun. Okay, hier kommt nochmal der zweite. Gebe Athene euch Weisheit, damit ihr mich mit klaren Worten von eurer Sache überzeugen könnt. Ach, das war sogar moderat. Ich kann eure Bedingungen bei meiner Ehre nicht annehmen. Sie sind gut gemeint, passen jedoch nicht zu... Ich hatte beinahe den Ding gekriegt. Spannung auf zweifellos von der Weisheit Athene selbst inspiriert ist. Niedrig. Wie wär's mit Athen? Wieso kann ich Athen nicht machen? Achso, gegen die sind sie. Achso, okay.
Ägypten? Nee. Ich kann... Seid willkommen. Eure Worte... Ich kann denen halt auch nichts bieten, ne? Weil ich habe keine Moneten. Warte, vielleicht reichen die... die 400 Gold, die ich habe. Liebe Athene, euch Weisheit, damit ihr mich mit klaren Worten von eurer Sache überzeugen könnt. Seid willkommen. Ja, das ist zu wenig. Athenisch. Okay. Ja, minus 2000. Das heißt, ich brauche jetzt eine Schlacht, die ich gewinne. Dann muss ich das da angreifen. Aber das erst in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen und ja, bis zum nächsten Mal. Mal schauen, wie lange wir... ja, das sage ich jedes Mal. Aber wir hangeln uns gerade von Schlacht zu Schlacht. As always. Also irgendwie schon die letzten 20 Mal oder so. In 20 Folgen. Vielleicht kommen wir mal aus diesem Teufelskreis raus. Das wäre ganz geil, glaube ich. Gut. Ja, macht's gut. Bye, bye.